Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Ja, heute geht's mal wieder weiter mit einer neuen Episode. Die kommt wahrscheinlich ein bisschen später, denn YouTube hat da nicht wirklich Bock hochzuladen. Und da ich das Video jetzt erst so spät erst produziere, wird erstens das letzte sein heute. Und zweitens, naja, auch relativ spät, kommen wir, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das ist ja kein Problem. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Ist eine große Unterstützung für mich und würde mich wie immer sehr, sehr freuen. Weiter unterstützen könnt ihr mich durch die Videobeschreibung. Link zu Kinguin für PSN Microsoft Guthaben, zu Sennheiser für Kopfhörer und Headsets, zu Facebook und zu Twitter ebenfalls meine beiden Fanpages da. Gut, also, wir wollen anfangen heute mit einem neuen Spieler. Ich bin sehr gespannt, wer es werden wird, wie eigentlich immer. Es sind schon Standardphrasen geworden, aber was willst du machen? So, Uche, Ichi Kuchu, Ichi Chugu, Ichi Chugu. Ja, Uche habe ich noch gar nicht gespielt dieses Jahr, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht hatte ich schon mal in 7 Minutes kurz, ich glaube aber nicht. Und der wird es heute werden, um den werden wir das Team bauen. Ich bin sehr gespannt, wie der so spielt. Soll ja sehr gut sein. Wie eigentlich alle overpowerten Spieler von Villarreal, beispielsweise auch Giovanni dos Santos. Aber ob er wirklich so gut ist, das werden wir erst rausfinden müssen. Gut. Ich würde sagen, ihr habt mir gesagt, ich soll mir eine Formation aussuchen. Ich werde das jetzt einfach mal machen, aber ihr schreibt mir bitte in die Kommentare, ob das ab jetzt okay ist. Oder ob ich das random machen soll. Ich würde nämlich ganz gerne im 4-2-2 spielen. Aber wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob das wirklich okay ist für euch. Würde ich ganz gerne mal wissen. So, die Formation wird es werden. Und dann würde ich sagen, schnacken wir nicht länger drum rum, sondern fangen direkt mal an, ohne lange Zeit zu schinden. In 3, 2, 1 und los. So, als erstes Giovanni dos Santos. Ich denke mal, es war klar. Ich habe ihn angesprochen, der muss in dieses Team einfach rein als Stürmer. Hat was verletzt erst, aber das ist nicht so schlimm. So, als nächstes wird dann einmal ein Nigerianer kommen, damit wir den weiter verlinken können. Und zwar wird das werden John Obi Mikel, obwohl hatten wir letztens schon, oder? Gucken wir mal nach, was es für Zehner aus Nigeria gibt. Natürlich JJ Okocha, aber der würde nicht kommen natürlich, weil den könnte ich ja noch mit Roberto Carlos verlinken und den gibt es einfach noch nicht. An die Bereme ging er auch, aber den gibt es ja halt noch nicht. Schön, dass man bei HBSL sucht, wenn man ein N braucht, aber das ist ja nichts Neues. So, es gibt Aluko, der möglich wäre. Musa wäre möglich. Ich könnte halt so ein richtig schön huriges Team machen. Wisst ihr, so wie es alle spielen. Oder so wie es viele spielen. Sagen wir lieber viele und nicht alle. Wäre an sich vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aluko wäre allerdings auch vielleicht keine schlechte Idee. Ich nehme, glaube ich, Aluko. Als nächstes gehen wir zur WVA und holen uns da Sami Khedira raus. Als Sechser. So. Den müssen wir jetzt irgendwie verlinken. Und zwar mit Aluko auch noch. Das heißt, da nehmen wir Emre Can. Obwohl, gibt es noch einen anderen deutschen Sechser? Ich glaube nicht. Özil könnte man da noch hinstellen, aber ich glaube, Can ist sowieso kein Sechser schon, aber ich glaube, der ist noch ein bisschen besser geeignet. Natürlich auch scheiße teuer für einen Silberspieler, aber gut, der ist gehypt. Er hat Forster-Skills. Vielleicht ist es ja auch verdient, dass er diesen Preis hat. Okay, es gibt nur den guten Emre Can, abgesehen von Mesut Özil oder Mesut Froschil, wie auch immer. Können wir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr heute das Länderspiel gucken werdet gegen Spanien und ob euch das stört, wenn ich mich hier so rumdrehe. Ich weiß auch nicht, warum ich das heute gemacht habe, aber egal. So, als nächstes. Wir brauchen einen Innenverteidiger von Liverpool. Da nehmen wir Mamadou Sakho einfach mal spontan. Spontan! Was mache ich hier schon wieder? Sakho. Weil Sakho Franzose und Franzose sein gut. So, Linksverteidiger. Irgendein Spieler aus der Prem. Es wird kein Allings Waste, ist mir gerade aufgefallen. Leider, aber das ist nicht so schlimm. Es geht auch so ganz gut. Können wir alles nehmen eigentlich. Philippe Louis Baines. José Enrique. José Enrique ist neu. Nein, der ist bei Liverpool. Verdammt, kann ich ihn nehmen. Gleich wieder löschen. Kolarov hatten wir letztens mal. Azpilicueta nehmen wir. Genau, Azpilicueta, das passt. Dann nehmen wir als Torwart. Das war nicht die Position, das ist Frankreich. Das nimmt vorweg, was ich sagen wollte, einen französischen Torwart. Ich weiß, es wird wieder auf Rouffier oder Mandon da rauslaufen, im Normalfall. Oder auf Carrasco natürlich, weil ich den jetzt gefressen habe. Aber ich nehme Frey. Frey. Den Freier. Ey, Alter, ich sollte echt keine Videos machen, wenn ich in irgendwelcher schlechte Spruchlaune bin. Das ist ja schrecklich. Das geht mir ja selber schon fast auf den Nerven. So, Frey. Willst du gekauft werden? Willst du. Sehr schön. Dann brauchen wir jetzt noch einen deutschen Zehner. Das ist wieder das altbekannte Problem. Einen deutschen Zehner. Am besten einen mit Forster-Skills, der ein bisschen Tempo hat, weil er ja quasi auf einer Außenposition spielt.
Götze wäre möglich. Will ich in die Bundesliga gehen? Das ist die große Frage. Holtby, Özil. Ich bräuchte den... Ja, Forster-Skills wären halt nice, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Aber... ich überlege gerade wirklich Marco Marin zu benutzen. Warum? Weil der einen guten Link hat zu einem Rechtsverteidiger, den ich mag. Das heißt, wir nehmen auch Marin. Der hat Forster-Skills und so. Ich weiß, er ist jetzt nicht der beste Spieler. Ich glaube, darüber muss man kein Wort verlieren. Das wissen alle, dass er nicht der beste Spieler der Welt ist. Aber ich denke mal, er geht noch klar. Vor allem, weil er Forster-Skills hat. Hier kommt für 350 Coins. Das ist ja ein Schnapper. Als Rechtsverteidiger, ich denke mal, ihr wisst es schon, nehmen wir dann Maika. Den guten Richards. Natürlich nicht als Zehner, sondern als Rechtsverteidiger. So, Richards. Oh, perfekt, wie ich den Preis einfach antizipiert habe. Das nennt der Abiturient antizipieren. So. Dann brauchen wir jetzt nur noch den Torwart. Ne, haben wir ja schon. Das war noch ein Innenverteidiger. Und da nehmen wir Raphael Varane. Und dann sind wir fertig. Gut, ich würde sagen, das haben wir ganz gut hinbekommen. Ich mache das jetzt mal eben hier schon mal Concept-Squad-mäßig fertig, beziehungsweise packe die Spieler schon mal rein, die ich habe. Was nicht viele sind. Ich habe Richards. Ich habe Marin. Habe ich? Ja, okay, alles klar, gut. Ja, das müsste auf jeden Fall funktionieren. Ich baue das mal eben und bin gleich wieder da. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück und wir wollen jetzt ins Spielchen gehen. Wir gehen übrigens in Einzelspiel, wie immer, weil ich nie im Goldpokalfinale spielen kann. Alle auf 9 Chemie, 6 Nationen und 4 Ligen sind es im Endeffekt geworden. 6 Nationen sind Frankreich, Spanien, England, Deutschland, Nigeria. Da ist Nigeria und Mexiko. Und die Ligen sind die Serie A, die BBVA, die Premier League und die türkische Liga, also die Super League. Gut, ich würde sagen, wir springen rein. Ich melde mich, wenn ich einen Gegner habe. Bis gleich. Ich habe leider Gottes noch die Trikots vom VfB Wolfsburg, weil, ja, ich denke mal, ihr wisst, warum, ihr habt es gesehen. Ja, portugiesische Liga. Julio César, den rechten Innenverteidiger kenne ich, der linke heißt Lisandro Lopez, Linksverteidiger Alexandro, rechts Opare, Casemiro, Ryan Gold, Enzo Perez, Ola John, Jackson Martinez und Nani. Fitness-Team, könnte spannend werden, könnte interessant werden. Wir werden sehen. Ike Chukwu Uche, Golasso, der ist echt gut. Der ist nicht schlecht, wie er das gemacht hat, dass er den Ball behalten hat. Hätte ich nicht erwartet. Ich hätte normalerweise erwartet, dass er den Ball dreimal verloren hätte in der Situation, aber er hat es nicht einmal gemacht. Und die Bude erzielt. Ich meine, gut, Lisandro ist auch nicht der beste Innenverteidiger, aber trotzdem war das schon ordentlich. Oh shit. Ja, das geht ganz gut mit dem Team, ne? Schöner Hackenpass von Khedira, das kann man so machen. Und Marin, ja, deswegen habe ich ihn reingestellt, ne? Der soll Tore schießen, der ist gar nicht im Mihuro oder so, der soll Tore schießen. Schön, ob ich jetzt einmal umdreht, nur um den Hackenpass zu spielen. Oh, da ist der Anschlusstreffer in der 45. Minute, in welcher auch sonst. Er hat aber ein paar Chancen, von daher ist das okay. Ich hatte zwar meine Chancen und ich habe eigentlich die ganze Zeit nur rumgeflaxt mit irgendwelchen Scoop-Turns, mal 20.000, dann Longshots, aber... Das ist nicht so schlimm. Dos Santos auf Uche. Und da ist das 3-2-1. Die erneute 2-Tore-Führung, so wie das sein muss. Ich habe jetzt gedacht, so, okay, du spielst jetzt wieder auf ein Tor. Also, dass du 2-Tore-Buffer hast, quasi, falls er mal eins machen sollte, dass du immer noch eins Vorsprung hast. Das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt kann ich wieder Longshot machen. Ike Chukwu Uche, dann werde ich jetzt mal Pace abusen, so wie man das normalerweise mit dem macht. Zack, 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 zack. Golasso. Und es zählt für Dos Santos, weil der noch minimal abgefälscht hat. Na gut, von mir aus. Mir ist das egal. 4-1 Führung, so einfach ist es. So, das war's. Wir haben gewonnen 4-1. Das war mehr als einfach, ehrlich gesagt. Das Team ist relativ stark und der Gegner war auch jetzt nicht so der allerbeste Spieler. Also er war gar nicht mal so schlecht, aber das Team macht keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach noch teilweise mal gut gewesen. Kann ja mal sein. Ausnahmsweise. Gut, das war's auf jeden Fall von der Episode. Ja, ich sollte mir echt abgewöhnen, so schnell zu reden, aber egal.
von der Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, wie gesagt, Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.